So, weil uns ganz viele Zuschriften erreichen, wollen wir jetzt mal erklären und zeigen, wie wir unsere Mundschutzmasken herstellen. Also wie der Stoff gemacht ist, da sparen wir uns jetzt mal. Dafür gibt es ja andere Videos und Podcasts auf unserem Kanal. Wir beginnen im Nähsaal, wo die fertig zugeschnittenen Stücke ankommen. Hier werden die zugeschnittenen Rohteile zunächst voneinander getrennt und dann wird jede Falte in der Maske von Hand genäht. Da sehen wir es. Jede einzelne für sich. Hier kommt auch das Trigema-Fähnchen rein. Gleich kommt's. Achtung. Da ist das Fähnchen, wird auch festgenäht. Dann rumdrehen und von der anderen Seite nochmal das Gleiche. Nur auf der anderen Seite eben ohne Fähnchen. Nochmal aus einer anderen Perspektive. Da sehen wir's. Falten. Und nochmal das Fähnchen zum Schluss. Da ist es. Wenn das geschehen ist, dann kommt der Draht, der die Maske passend an der Nase hält, rein. Hier sieht man's, die Mitarbeiterin steckt den Draht rein und näht dann alles wieder zu. In diesem Schritt werden die Bänder, an denen man die Maske zubinden kann, an das Produkt drangenäht. Es gibt ja zwei Ausführungen, eine mit Gummi und eine mit Bändern. Das hier ist die Version mit den Bändern. Und das war's eigentlich auch schon. Dann werden die Bänder noch abgelenkt, also gleich lang geschnitten, umgenäht, fertig ist die Maske. Wie reinigt man die jetzt? Also, es gibt mehrere Möglichkeiten. Wir empfehlen Folgendes. Entweder täglich eine Minute bei 85 Grad bügeln oder zwei Minuten ins kochende Wasser geben und an der Luft trocknen lassen. Täglich, wie gesagt. Zusätzlich zweimal pro Woche entweder bei 95 Grad in der Waschmaschine mit Waschmittel und ohne Weichspüler waschen oder mit Desinfektionswaschmittel und ohne Weichspüler bei 60 Grad in der Waschmaschine waschen. Zu haben sind die Masken in unserem Shop natürlich auf trigema.de.